Die Top 3 Waffen momentan in der Modern Warfare Beta. Auf Platz 3 die FFS Hurricane. SMG dominiert momentan die Meta, wenn man das so sagen kann, diesen 2-3 Tagen Spielzeit. Aber wenn ihr die Open Beta spielt, ist die FFS Hurricane the way to go. Eine niedrige TTK, super Recoil-Verhalten und auch auf mittlerer Distanz easy die Gegner zu kleppen. Auf Platz 2 haben wir ein Sturmgewehr und zwar die M4, die Around-Waffe in allen Call of Duty-Spielen. Sehr, sehr beliebt und auch hier ganz klarer Brecher. Mit den Anbauteilen kriegen wir den Recoil sehr weit runter und wir sehen auch hier spielen wir jetzt persönlich die Kurzlauf-Variante. Wenig Recoil, schnelles Waffenverhalten, also gutes Handling und auch ein absoluter Brecher. Vor allem auf mittlere bis lange Distanzen auch sehr, 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 sehr stark. Und auf Platz Nummer 1 die MP5, der ungeschlagene Sieger, der Meister aller Klassen, der König der Löwen, der Rächer der Entrechten, der, ja, jedenfalls die stärkste Waffe momentan in der Beta. In der ersten Beta war sie die stärkste Waffe, konnte aber nicht freigespielt werden. Trotzdem gab es einen Glitch, mit dem man sie freischalten konnte. Mittlerweile kann man sie regulär freispielen und zwar müsst ihr Level 16 werden. Und sobald ihr Level 16 seid, kriegt ihr die Lachmann 7.62 oder hier 762 genannt. Diese Lachmann schaltet dann wiederum die Lachmann 5 und 6 frei, wenn ihr sie bis Level 13 gespielt habt. Lachmann Level 5 und 6, Level 12 schaltet dann die Lachmann MP frei. Und damit habt ihr den Klassenprimus momentan, wie gesagt, der ungefragte und unangefochtene Sieger momentan in der Beta. Es lohnt sich, die Waffe freizuschalten, weil sie so stark ist. Ich zeige sie mal im Vergleich gerade zu den anderen Waffen, wenn wir hier mal vergleichen mit den anderen MPs, zum Beispiel die Hurricane in derselben MP-Klasse. Da seht ihr schon, die ganzen Werte sind Rot, Feuerrate, Präzision, Rückstoßkontrolle, Mobilität, alles ist niedriger, alles ist schlechter. Und selbst die Fennec 45 ist tiefrot. Also die Lachmann MP momentan ganz klar die Nummer 1. Es ist aber ein bisschen, ja, nicht ganz so easy, sie freizuschalten, sage ich jetzt mal. Ich weiß, einige von euch mögen ja die Einzelschusswaffen, die man hier spielen muss, wie zum Beispiel die 7.62. Tolles Kaliber, zwei Schuss und der Gegner ist tot. Aber für mich persönlich ein Krampf, also hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht mit der 7.62. 5 und 6 hat schon sehr, sehr, sehr viel mehr Spaß gemacht. Aber die Lachmann MP, ja, die hat sich dann am Ende schlussendlich dann doch gelohnt. Und bei der Ausrüstung achte ich darauf, dass wir die Handhabung nicht reduzieren. Also in dem Fall hier, die ist aber auch erst Level 5. Mini-Rotpunkt, ein Griff und ein Vordergriff, Hintergriff. Einfach nur, damit wir sozusagen die Werte steigern, ohne die Handhabung zu reduzieren. Weil die Handhabung dafür sorgt, dass man schnell ins ADS geht. Und das ist halt super, super wichtig. Gerade bei einer MP. Also darauf sollte man achten, die nicht zu reduzieren. Leute, am 24. startet jetzt schlussendlich die Open Beta um 19 Uhr. Kommt gerne vorbei in den Stream. Wir zocken ein bisschen, quatschen ein bisschen. Ihr seid herzlich eingeladen. Ansonsten das restliche Video jetzt nochmal mit der Freischaltung im Detail. Ein bisschen Gameplay zu dem Ganzen und die einzelnen Schritte nochmal ausführlich erklärt. Viel Spaß. Und zwar müsst ihr jetzt Level 16 werden. As simple as that. Die momentane Beta geht bis Level 30. Level 16, dann schaltet ihr die Lachmann 7.62 frei, also die Großkaliber-Variante. Das ist eine Einzelschusswaffe. Ihr könnt Gegner damit two-tappen, also zwei Schuss auf Buddy oder tatsächlich auch teilweise ein Schuss auf den Kopf, wenn er minimal angeschlagen ist, meine ich. Dann ist der Gegner down, also eigentlich eine sehr angenehme Waffe. Und hier sehen wir schön, wie ihr sozusagen die Waffe leveln müsst. Ihr kriegt die ganzen Anbauteile. Und bei Level 13 kriegt ihr dann die Freischaltung für die nächste Lachmann. Die Lachmann 556. Die Lachmann 556 ist eine automatische Waffe mit einem kleineren Kaliber. Und meiner Meinung nach viel, viel angenehmer zu spielen. Wir sehen hier ein bisschen Gameplay von der Lachmann 7.62. Also sie feuert langsam. Ich weiß, es gibt Leute von euch, die mögen das. Mein Ding, ganz ehrlich, ist es nicht. Ich war froh, als ich das Rotpunktsystem drauf hatte. Das hat mir doch sehr geholfen. Also Kimmer und Korn war absolute Katastrophe. Aber mit dem Rotpunkt ging es doch einigermaßen besser. Man muss viel langsamer spielen mit der Waffe. Ein bisschen mehr auf die Gegner hören noch. Ein bisschen, ja, ein bisschen ruhig und gemächlich. Es ist auch mal eine schöne Abwechslung, ich weiß, zu dem schnellen Call of Duty. Aber ganz ehrlich, nee, also ich war echt froh, als ich das Ding durch hatte und zur nächsten Waffe gehen konnte. Für mich war es doch etwas anstrengend, muss ich sagen. Bin mal gespannt, was ihr sagt. Schreibt es gerne in die Kommentare. Sehr, sehr, sehr gespannt. So, jetzt haben wir die Lachmann 7.62. Weit genug gelevelt, sogar ein bisschen überlevelt. Ich hab's nicht genug von der Waffe bekommen. Nein, Scherz. Ich habe einfach verpeilt,
dass wir sie schon auf Level 13 hatten und habe sie weitergespielt bis Level 15. Das war für mich nicht so angenehm, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber egal, jetzt die Lachmann 556 oder 5.56, weil das das Kaliber ist von der Waffe. Und hier seht ihr, ihr müsst sie bis Level 12 freischalten und dann bekommt ihr sozusagen die Lachmann MP. Dann geht's los. Und die Lachmann 556, ja, die macht Spaß. Tatsächlich ist sie sogar eine der besseren Waffen, einer der sehr, sehr, sehr guten Waffen. Also man kann sie schön modden und sie hat ein schönes Around-Verhalten. Aber man muss sagen, sie ist der M4 leicht unterlegen. Also wenn man ein Sturmgewehr spielen möchte, dann sollte man sich doch überlegen, die M4 Full-Mod zu spielen. Aber die Lachmann 556 ist auf jeden Fall nice. Und durch das Kaliber und ja, das hat schon ein paar nette Animationen. Also man kann sie auf jeden Fall spielen. Aber ich denke mal, so langfristig gibt es jetzt zumindest in der Beta eigentlich keinen Grund, sie länger zu spielen als im Freischalten der MP. Außer man möchte halt Abwechslung haben in der Optik und alles freischalten. Und wir wissen ja, wie die Call of Duty-Spiele alle sind. Die wollen freischalten, freischalten, freischalten. Alles auf Maximum. 100% verständlich. Und ja, aber ich denke mal, ansonsten werden wir diese Waffe nicht viel sehen. Also, schönes Waffenverhalten. Die Waffe sollte man auf jeden Fall genießen, weil, wie gesagt, so schnell spielt die sie nicht wieder. Und ja, dann sind wir schon fast bei der MP. Here we go, die Lachmann 556 ist auf Level 13 freigeschaltet. Hier sieht man schön, wie jetzt das MP-Modul freigeschaltet wird. Man kann es also direkt aus der Waffenliste auswählen, Lachmann MP, und von hier aus modden. Ich empfehle, die Handhabung nicht zu reduzieren, weil das Waffenverhalten sozusagen doch für das ADS-Verhalten doch stark beeinflusst. Also wie schnell ist man im ADS? Deswegen momentan Level 1 empfehle ich wirklich nur den Griff schafft, hinteren Griff, Vordergriff. Und den würde ich sogar abmachen, den Hitschaft hier. Den würde ich sogar abmachen. Also nur hinterer Griff, Vordergriff und oben das Rotpunktsystem. Das reicht. Wenn der Laser verfügbar ist, dann Laser drauf. Hier sieht man schön, wie die Aufsätze vorne die Handhabung stark reduzieren. Auch die Läufe reduzieren alle die Handhabung. Das ist nichts für uns. Aber der Laser, der wird cool. So Leute, damit haben wir die beste Waffe des Spiels freigeschaltet. Ich sage euch ganz ehrlich, ich muss mich auch erstmal nach diesem Martyrium mit der 7.62 erstmal wieder an SMGs gewöhnen. Aber es ist so krass, dieser Unterschied. Es ist so überdeutlich. Ihr habt die MP5 in der Hand und sie eskaliert direkt. Also ich war hier gefühlt noch im Halbschlaf in dieser Runde. Ja, ich musste erstmal wieder reinkommen. Ich musste erstmal den Schock von der 7.62. Ich habe alles in einem Zug durchgeschaltet. Freigeschaltet. Und ich musste erstmal drüber hinwegkommen, was mir hier passiert ist. Und die MP5 hat mir aus dem Sumpf geholfen und hat mich direkt rausgezogen. Also die Hurricane macht ja schon irre Spaß. Die Hurricane ist ja schon eine geile Waffe in der SMG-Klasse. Aber die MP5 setzt dem Ganzen nochmal einen drauf. Und ich finde das so krass, wie man mit der 5 sogar Gegner auf Entfernung so richtig schön konzentriert erledigen kann. So Leute, das war der Weg zu der MP5. Wenn ihr Fragen habt, haut's gerne raus. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im Livestream. Und vielleicht noch ganz, ganz wichtig, bitte sagt mir, was ihr von der 7.62 Lachmann haltet. Also wenn da jemand von euch dabei ist, der sie geil findet, schreibt es mir gerne unten rein. Würde mich sehr, sehr interessieren. Bei der 5.56 verstehe ich's. Ich würde sogar sagen, die 5.56 ist das zweitbeste Sturmgewehr momentan in der Beta nach der M4. Also da fehlt nicht viel,
um mit M4 mitzuhalten. Aber die Lachmann, würde mich echt mal interessieren, wie ihr das seht. Leute, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und sauber. Hasta luego. Hasta la vista. Und ciao, 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 ciao.